Das neue große Map-Erweiterungs-Update von Mutu Farm kommt bald. Und alles, was ihr wissen müsst und wann es kommt, das zeige ich euch in diesem Video. Nämlich, wie ihr wisst, wisst ihr sicherlich, dass auf dem Mutu Farm Server ein Teaser-Bild geteased wurde vom neuen großen Update, was nach Mutu Farm kommen wird. Und in diesem Teaserbild, wenn man kurz einblenden kann, sehen wir folgende Sachen. Nämlich, wir sehen einen BMW, den wir eigentlich, soweit ich weiß, schon haben müssten. Dann sehen wir, sind wir auf jeden Fall an einer Nicht-Autobahn, sind wir an so einer Schnellstraße, würde ich sagen. Das können wir einfach rausfinden, weil erstens, wir haben keine Autobahnauffahrt oder sonstiges. Und wir haben halt die normalen Straßenschilder vorhanden. Und wir haben ein neues Schild, oder, ja, was heißt neues Schild? Ein neues Schild auf jeden Fall in Hamburg, nämlich der Grenzübergang oder das Grenzübergangsschild. Nicht, dass hier steht, dass man halt die Stadt Hamburg verlässt. Das kann vielleicht darauf hinweisen, dass wir kurz auf eine Landstraße fahren oder eine Bundesstraße, weil in der Regel zwischen diesen Straßen oder zwischen Städten, die eine Landstraße haben oder eine Bundesstraße, kann es dazu führen, dass er nachher wieder trotzdem in Hamburg ist oder so. Aber der krasseste und heftigste Indiz, dass wir immer noch in Hamburg sind, ist nämlich der Hintergrund. Nämlich in der linken Ecke sehen wir die Elbphilharmonie. Das ist ein großes Theater in Hamburg, frisch gebaut. Also jetzt nicht mehr so frisch, aber auf jeden Fall nicht so alt auf jeden Fall. Und wenn wir kurz auf Google Maps gehen, dann können wir sehen hier auf Google Maps, hier ist die Elbphilharmonie. Das ist das Gebäude in Hamburg. Das heißt, wir können auf jeden Fall safe damit rechnen, dass wir auf jeden Fall genau diesen Abteil hier rund um die Elbphilharmonie gleich bekommen. Das heißt, wir werden hier sehr viel Wasser haben auf jeden Fall. Sehr viel paar Hafengebiete und diese Brücke eventuell, weil wir müssen mal bedenken, Hamburg wird ja an manchen Ecken ein bisschen abgewandelt, also ist nicht alles 1:1. Aber ich kann gut davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall diesen ganzen Abschnitt hier bekommen werden, circa, also ungefähr, ja, ungefähr alles, was ihr jetzt seht. Ungefähr alles, was ihr seht auf meinem Screen, das könnten wir eventuell mit guter Wahrscheinlichkeit bekommen in Hamburg. Das sind hier ein paar Gebäude, paar Straßen hier auf jeden Fall. Und wenn wir ein bisschen rausscrollen hier aus Hamburg rum um die Elbphilharmonie, dann sehen wir auch in der Nähe ist eine, ja, Bundesstraße oder eine Schnellstraße, wie man es auch nehmen will hier in Deutschland. Nämlich die, ja, Bundes- oder Schnellstraße 4 hier. Die führt hier einmal durch Hamburg und das könnte auch, wie gesagt, auch die Schnellstraße sein, die wir auf dem Screenshot sehen. Aber meine Vermutung ist auf jeden Fall, dass wir vielleicht sogar den Stadtteil hier oder alles rund um die Elbphilharmonie bekommen können. Das heißt, vielleicht Wasserschutzpolizei könnte auch dabei sein. Wäre auf jeden Fall was Cooles mal. Und vielleicht bekommen wir auch Ebbe und Flut. Das wäre auch lustig. Glaube ich aber weniger eventuell, weil wir halt ja Terrain haben. Aber wir sehen zum Beispiel, hier ist eine Brücke und hier ist eine so Art schwimmende Insel. In der Regel ist es so, wenn man in Hamburg lebt oder schon mal in Hamburg war, weiß man, dass durch Ebbe und Flut diese Brücken hier oder diese Module sich halt hoch und runter bewegen können. Deswegen vermute ich mal, wird das ungefähr die Area sein, wo wir werden. Und wie wir da hinkommen, ist auch ganz einfach. So, nämlich, wenn wir kurz einmal den Motor starten. So, wir starten mal kurz den Motor und wir fahren mal kurz zu einer speziellen Ecke, die ich sehr liebe und sehr gerne auch Screenshots mache. Es ist nämlich hier hinten, denn wir haben ja natürlich auch hier eine Autobahn, aka eine Schnellstraße, ist das Bundesstraße. Wenn wir mal kurz hier hochfahren, Richtung, aua, Richtung IAC, wo wir mal gleich mal vorbei müssen, weil mein Auto fast Schrott ist. Einmal kurz hier hochfahren, Richtung IAC, so, dann sehen wir hier oben, haben wir hier eine Ampel. Wäre natürlich doof, wenn diese Ampel hier natürlich ersetzt wird. Wenn wir kurz mit einem Screenshot vergleichen würden, sehen wir auch, wir haben hier überall Bordsteine und sowas, also das wird halt keinen Sinn ergeben, wenn das hier die Ecke ist. Aber Leute, wenn wir mal kurz hier lang fahren, haben wir hier eine doppelläufige Spur, also eine doppelläufige Fahrbahn mit einer Leitplanke in der Mitte, wie auf dem Screenshot abgebildet. Und dann in die Richtung hier, Leute, haben wir ganz viel Wasser. Hier in die Richtung, wenn wir kurz aussteigen, haben wir ganz, 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 ganz viel Wasser. Und es ist auch häufig für eine Bundesstraße in Deutschland, dass diese auch keine Gehwege haben, weil die einfach nur halt für Autos gemacht ist. Also nur Autos, keine Fußgänger wie hier. Das heißt, eventuell müssen wir sogar durch den Tunnel fahren und hinterm Tunnel oder vielleicht ein bisschen weiter entfernt von diesem Tunnel, wenn der Tunnel dann weg ist, eventuell, man weiß es ja nicht, wird dann, wie gesagt, diese Bundesstraße auftauchen. Aber auf jeden Fall vermute ich mal stark, dass in diese Richtung hier das neue Update kommt. Was auch noch dazu deutet, dass es genau in diese Richtung hier geht und nicht in die andere Straße, die zum Beispiel hier unten ist, ist ganz einfach. Wir müssen das mal aus ein bisschen der Perspektive sehen. Hier hinten ist der berüchtigte, in Kleinformat, also Miniformat, Hamburger Hafen mit den tollen, großen, blauen, roten Kränen, die ich jetzt gerade nicht sehen. Auf jeden Fall merkt ihr diese Stelle. Und wenn hier hinten der Hafen ist und hier das Wasser ist und das mal auf Google Maps vergleichen, dann nehmen wir folgendermaßen. Hier ist der große Hafen, der berüchtigte Hamburger Hafen, den wir kennen, nur nicht ein bisschen so klein. Und wenn wir rausscrollen und ein bisschen nach hier oben gehen, wo dann rein logisch ist in Hamburg gesehen, dass es nach hier hochgehen würde, wo ja hier auch die, in dem Fall ist es hier eine Autobahn, aber auf jeden Fall, wo es dann hier hochgeht, weil natürlich alles ein bisschen abgewandelt ist, dann sehen wir hier in die Richtung nach oben und dann hier durch, sehen wir hier die Elbphilharmonie
in Hamburg. Deswegen ist meine Vermutung, wie gesagt, dass alles in die Richtung gehen wird, alles, was sich mit dem neuen Update zu tun hat. Oder es kann auch sein, dass eventuell diesen Update auch hier abändern werden und der Gehweg einfach weg ist, weil ich weniger vermute. Weil jetzt zum Beispiel, wenn wir kurz fahren, fahren wir mal rein logischerweise zum anderen Ort, wo ich die ganze Zeit nicht laber. Nämlich, wir kennen das ja, ne, wer alle Hamburg spielt und so, wir wissen ja, wenn wir hier runterfahren und dann gleich straight durch, fahren wir so halbwegs durch Hamburg, vielleicht auch durch den Kiez, wir wissen es nicht, weil es halt alles hier ein bisschen abgewandert ist auf jeden Fall. Aber wenn wir auf jeden Fall in diese Richtung hier hochfahren, wir fahren mal kurz hier hoch und dann geradeaus fahren, sind wir immer noch hier in der Stadt und hier ist auch kein Wasser, kein Gras, kein sonstiges. Wir sehen, hier hinten ist noch immer Stadtgebiet, aber natürlich, um das ein bisschen abzuändern, ist natürlich hier dann ein Tunnel oder eine Wand. Das heißt, hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Das heißt, die Map-Expansion wird auf jeden Fall in der Regel nicht da lang gehen, sondern in die andere Richtung. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier oben vielleicht eventuell in die Richtung Erweiterung bekommen. Ob das vielleicht nur so bleibt und nur diese Abteile hier abgeändert wird, das weiß ich noch nicht. Was wir auf jeden Fall sagen können, dass wir auf jeden Fall ein brandneues Gebäude bekommen, die Elbphilharmonie und auch, wie gesagt, diese neue Ecke. Wie gesagt, ob wir eventuell, ob das eine Autobahn ist, glaube ich eher weniger, weil, wie wir auch sehen können, auch auf diesem Schild steht da, alle Geschwindigkeiten sind aufgehoben. Das heißt, wir können eigentlich unendlich drauf rüberbrettern. Problem ist halt nur, das sieht halt nicht nach einer Autobahn aus und das ist eigentlich für eine Autobahn gemacht, dieses Schild. Also ob das jetzt eine Schnellstraße ist oder eine Autobahn oder einfach nur ein Gimmick, dass man da eigentlich mal wirklich Gas geben kann, ohne geblitzt zu werden von irgendwas, das ist halt wieder noch fraglich. Das muss man halt leider dann halt erst später rausfinden. Aber jetzt stellt sich natürlich die große Frage, Pharaos, wann kommt denn das neue große riesige Update nach Notruf Hamburg überhaupt? Und da natürlich so gesehen keine Information bekommen habe oder auch geringerweise überhaupt weiß, wann das Update kommt, können wir nur vermuten. Und da das meistens so ist, dass die Updates immer in verschiedenen Abständen kommen, das heißt ein Leak-Bild oder zwei Leak-Bilder und dann kommen die Updates, muss man ungefähr davon abrechnen und vermuten, dass dieses Update eventuell noch vor Halloween kommt, was auch cool wäre, wenn wir noch ein Halloween-Update bekommen würden oder ein Event-Halloween-Update. Wäre auf jeden Fall schön. Aber auf jeden Fall können wir auf jeden Fall vermuten, dass das sich vielleicht vom Zeitpunkt aus des Bildes noch um so 12 Tage drehen könnte. Also ja, ich sag mal so, eine vermutliche Release-Zeit von diesem Update vermute ich mal persönlich am 21.10. bis ungefähr circa zum 26.10. Da kann ich mir ungefähr vorstellen, wann das Update endlich nach Notruf Hamburg dann kommen wird, weil die Updates meistens so sind, ein oder zwei Leak-Bilder, dann 12 Tage maximal Pause oder manchmal auch ein bisschen kürzer und dann kommt das Update nach Notruf Hamburg. Deswegen, Leute, können wir ungefähr da das Update erwarten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was es sein wird, wann genau es released wird und was auch noch dazu kommen könnte. Schreibt mir mal in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Video in Notruf Hamburg, vielleicht sogar beim Update, im Livestream. Ich weiß noch nicht, aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!